Wir kommen zum nächsten Track und das ist der gute Rapstar mit dem Song Bettelaune. Dahinter steht Jesus Diss, ich bin in Bettelaune. Nachdem der Kavalier mit Schwert ja um die Ecke kam und auf der Bühne von Top Tier Takeover eine mehr als lachhafte Performance abgab und sich in seinen nächsten Streams natürlich da vehement verteidigte, hat sein ehemaliger Künstler, Rapstar, der war ehemals beim Erfolgslabel Macht Rap gesigned, sich gedacht, gut, was mein ehemaliger Labelboss kann, das kann ich auch. Und Rapstar hat dann gegen Jizzy gebattelt und da leider, muss man sagen, auch eine unterirdische Leistung abgeliefert. Er hat mehrmals gechoked, ist mehrmals rausgekommen, hat sich dann auch merklich irritiert gezeigt auf der Bühne, gerade in der ersten und der dritten Runde. Ich finde, die zweite ging noch. Also es war nicht ganz so schlimm wie Jesus, aber es ging schon in diese Richtung. In diesem doch auch unterirdischen Battle gegen Jizzy hat Rapstar auch gegen Jesus zwei, drei Lines drin gehabt. Das hat dann dazu geführt, dass Jesus natürlich in seinem Stream dann darauf dementsprechend auch eingegangen ist und zurückgefrontet hat. Dann so ein einminütiges Songsnippet hochgeladen hat, wo dann gegen Rapstar auch ein paar Lines gefeuert hat. Und daraufhin jetzt der Song Bettelaune, ja, von Rapstar. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der junge Mann kann was, hat ein bisschen seinen Hype verpennt, aber ich bin gespannt, was der hier für uns in petto hat, Alter. Alright. Rein in den Aal. Also ich erwarte einiges. Denn wenn es jemand gibt mit Angriffsfläche so groß wie die Fläche von Texas, dann ja wohl den Jesus. Los, let's go. Der ist doch am Schluss die ganze Zeit überall hin nur noch mit Taxi gefahren. Was? Mit Taxi gefahren? Okay. Krasser Front. Drück die letzte Kippe aus dem Restaurant. Drei Sterne Michelin, zwei Kerzen, ein Mann in tiefer Trance. Blanc de Blanc, Sauvignon, Merlot, Shiraz. Sie meinten, bleib auf dem Boden, deswegen hob ich ab. Miraltaube aus der Brest, Yellowfin, Thunfisch, See, Teufel, Canapés. Danach Espresso, alles tutto completo. Jesus hängt wie Alkohol, kranke nur noch bei Netto. Jay, du hast geglaubt, du hast an mich geglaubt. Dabei hast du auf dich geschaut und meinen Hype für deinen Zweck gezielt. Das ist ja ein geiler Einstieg schon mal, ja? Richtig, richtig geiler Einstieg. Erstmal ein bisschen nochmal hier, yo. So und so ist der aktuelle Stand der Dinge. Ich bin jetzt hier in tiefer Trance und jetzt kommt die Abrechnung. Let's go. Gut, bin gespannt, Alter. Jay, du hast geglaubt, du hast an mich geglaubt. Dabei hast du auf dich geschaut und meinen Hype für deinen Zweck gezielt missbraucht. Mit Verträgen war ich noch nicht vertraut. Dein Bruder war mein Manager und Label und so etwas geht nie gut aus. Ja, also nochmal. Macht Rap war damals das Label von Jesus und seinem Bruder Costa. Die beiden kennt man ja aus dem ein oder anderen Kuchen-TV-Reaction-Highlight-Video. genau, und Rapstar war so der einzige Rapper, der wirklich auch kommerziellen Erfolg hatte auf diesem Label. Weder Jesus noch seine anderen Signings haben dementsprechend kommerziell irgendetwas gerissen. Und es war ja dann auch so, dass dieses Label einen Deal bekommen hat bei Warner Music, aber die waren halt nur an Rapstar interessiert, ja. Und haben dann sozusagen Rapstar sein Album halt auch im Vertrieb gehabt und alles drum dran, haben da Vorschuss für gezahlt etc. Als dann Jesus aber selber ein Album rausbringen wollte, haben die dann gesagt, nee, da gibt's keinen Vorschuss für. Also Jesus war sozusagen der Labelchef, der Rapper mit Major-Label-Deal, aber hat keinen Vorschuss bekommen für sein eigenes Projekt. Na, so kann man das zusammenfassen, genau. Also Rapstar damals auch definitiv einen Hype gehabt, hat seinen Hype natürlich mittlerweile verpennt, muss man ganz ehrlich sagen. Warum? Da unterscheiden sich die Geschichten, ja. Rapstar sagt hier, ja, ey, ihr habt mich eigentlich nur ausgenutzt, ne, ich hatte keine Ahnung von Verträgen und war einfach noch ein bisschen blauäugig. Aber ich glaube, aus Jesus seiner Sicht sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Verträgen war ich noch nicht vertraut, dein Bruder war mein Manager und Label und so etwas geht nie gut aus. Ich hatte die meisten Streams für dich, da sah es nie gut aus, während Friedrich auf Hartz IV vertraut, ging Costa in den Skiurlaub. Deine kleinen Brüder sind erfolgreich und auf beiden Beinen, du bist 45 und du wirst für immer pleite bleiben. Ja. Du bist Junge, der Rapstar will's aber wissen, ne? Der will's aber wirklich wissen. Ich wusste gar nicht, dass Jesus der älteste Bruder ist, ja? Okay, crazy, crazy. Aber der ist ja nicht 45, oder? Ist der 45? Also Ü40 weiß ich. Ich weiß auch auf jeden Fall, wie lange er schon rappt. Chat, wisst ihr das ungefähr? Denn ungefähre Ahnung, wie lange Jesus schon rappt? Haben wir da vielleicht auch einen passenden Emote zu? Mensch, was für ein glücklicher Zufall hier, ja?
Da brauchen wir auf jeden Fall nächstes Jahr eine 28 im Chat, ne? Deine Brüder sind erfolgreich und auf beiden Beinen. Du bist 45 und du wirst für immer pleite bleiben. Ja. Du bewegst dich auf dünnem Eis, doch du merkst es nicht. Wann wird aus dir ein Mann? Du bist fast 50 und battlest nicht. Ich bin 30 und ich häng nur noch mit Gleichgesinnten. Menschen, die reich am Wissen sind und keine Zeit verschwenden. Yes. Eine halbe Stunde mit mir reden ist ein teurer Spaß. Ich hab meinen Blick auf morgen, also geb ich heute Gas. Du drei Käse hoch, wir Stress, okay, wir machen's kurz. Seitdem ich weg bin, gab's bei euch nie wieder Kassensturz. Das ist okay, Friedrich, das ist Ober. Du bist broke, aber träumst ständig vom roten Teppich. Ich kann's verstehen, es ist nicht leicht, wenn deine Träume platzen. Mir kommt es vor, als wird das Money auf den Bäumen wachsen. Es gibt Legenden, die älter sind, die ich respektiere. Und es gibt Jesus, der nie gelernt hat zu reflektieren. Digga, das sind schon treffende Lines hier auch dabei, ja. Man sagt ja auch immer so, ja, der hat doch so und so und der hat so eine History und bla bla bla. Ja, also, das ist für mich so bei so Leuten, und das ist auch gar nicht als Front zu verstehen, aber wenn du halt schon 27 Jahre Rap machst, dann gibt's für mich keine Urkunde fürs Mitmachen, kein Bienchen fürs Dabeisein. Ja, es gibt halt Leute, wie er schon sagte, es gibt Legenden, die haben sich eine überkrasse Legacy aufgebaut, die haben Deutschrap entschieden mitgeprägt, egal wer. Ja, die Liste ist lang, Sido, Azad, Bushido, Savage, Curse, Afrop, Sammy, bla bla bla. Ja. Aber da zähle ich Jesus halt nicht mit rein, nur weil er halt auch schon so lange dabei ist wie die. Legenden, die älter sind, die ich respektiere. Und es gibt Jesus, der nie gelernt hat zu reflektieren. Du bist kein Urgestein, ich hab ne Uhr mit Steinen. Jesus ist ein Lügner, ja, und Lügen haben kurze Beine. Top dem. Ja gut, du bist kein Urgestein, ich hab ne Uhr mit Steinen, ist natürlich eine Chapline hier, ja. Ich meine, er versucht das auch ein bisschen mit Augenzwinkern zu machen und so weiter, aber das war schon eine Bad Bar, muss man sagen, ja. Urgestein, ich hab ne Uhr mit Steinen, Jesus ist ein Lügner, ja, und Lügen haben kurze Beine. Top dem Match, der Opa willigt nicht ein, pack ich den Dick aus der. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz gerechtfertigter Front, denn nachdem Rapstar bei Top Tier Takeover versagt hat und Jesus davor noch 10 Zacken schärfer versagt hat, hat Rapstar auch gesagt, ey, vielleicht battle ich ja gegen Jesus. Also Rapstar hat das sozusagen angenommen, dieses nächste Match gegen Jesus, aber Jesus hat gesagt, nee, mache ich nicht. Das ist ein bisschen schade, weil ich hätte mir das gerne gewünscht, dass Rapstar gegen Jesus aufeinander trifft, ja. Das wäre so Hall of Shame-mäßig. Könnte man da so ein Battle machen und vielleicht rasiert ja einer von beiden. Gerade auch mit dieser persönlichen Fehde, mit der persönlichen Komponente, die da noch mitschwingt, könnte man doch ein cooles Battle draus machen mit einem coolen Face-Off, einem coolen Drumherum, was man spinnen kann. Eine geile Storyline hat das Ganze. Aber ich glaube auch, dass da Jesus definitiv den Kürzeren ziehen würde. Denn auch wenn man diese beiden nicht guten Leistungen miteinander vergleicht, war die von Rapstar immer noch besser als die von Jesus. Und ich glaube, das ist einem Jesus auch klar. Deswegen, ich weiß nicht gar nicht mehr, was war denn seine Ausrede? Warum er da nicht das machen möchte. Bestimmt irgendwie, ja, ich würde ihm keine Plattform bieten. Ja, der soll von meiner Reichweite nichts abhaben. Suite Superstar. Top dem Match, der Opa willigt nicht ein. Pack ich den Dick aus, denk die Crowd, ihr könntet Zwillinge sein. Yo, mein Kopf ist also winzig, was ein Shit du da laberst. Wessen Kopf steckt denn im Arsch eines Lilliputaners? Yo, Jay ist immer. Okay, Rapstar ist in Battle-Laune, ja? Rapstar ist in Battle-Laune. Herrlich, herrlich. Da gibt's aber mal hier, ja, zumindest eine Sitting Ovation, ja. Für Standing reicht's noch nicht, aber jo, der war knusprig, ja. Ich meine, es gibt ja auch ein von mir durchaus gerne gepostetes Bild von Kermit dem Frosch auf Twitter mit einem Zusatztext, ja, der auch sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Also Jesus hat irgendwie gesagt in seinem, diesen eine Minute Diss-Track, dass Rapstar halt sein Kopf irgendwie winzig ist. Sein Kopf ist klein, irgendwie so. Danke, Gates. Okay, ja. Winzig, was ein Shit du da laberst, wessen. Und er sagt halt hier, ja, wessen Kopf steckt denn in einem Arsch von einem Lilliputaner? Okay. Ist eine gute Line. Ist danke, Gates. Ist der Punch des Songs bisher. Kopf steckt in einem Arsch eines Lilliputaners. Yo, Jay ist immer da, wo es was zu holen gibt. Ja, man muss schon sagen, so gemessen an dem, was man von Jesus bisher so gesehen hat in den letzten Monaten und 2 bis 3 Jahren, würde ich schon sagen, dass er da die Beefs auch gerne mitnimmt. Ne? Wenn es da ein bisschen Aufmerksamkeit zu haschen gibt, erstmal egal, ob positiv oder negativ. Zum Beispiel bei einem Kuchen-TV, ja, wo ich mir auch so denke, Alter, das war schon ein bisschen, ja, penetrant auf jeden Song, auf jedes Video da von ihm da zu reacten. Ja, das war so wie bei Roos und Bushido fast schon. Ja, das war so sein Bushido. Und jetzt hat er dann auch irgendwie Imp, hat er sich dann auch irgendwie noch vorgenommen. Also der wird schon keinen Beef liegen gelassen, beziehungsweise keine Gelegenheit liegen gelassen, vielleicht da auch noch ein paar
Hater der Gegenpartei bei sich zu versammeln. Aber das kennt man so aus anderen Communities, ja, wenn man nur Hater versammelt bei sich von anderen, aber keine Leute, die einen jetzt großartig feiern, dann wird der Chat schnell sehr toxisch. Und wenn man erstmal sich einen toxischen Chat zusammengesucht hat, macht das Streamen, glaube ich, auch nicht so Spaß langfristig. Nennst dich King im Süden, aber ich sehe deine Krone nicht erfolgreicher als du auf deinem eigenen Label. Ohne mein Vorschuss hätte dir doch heute keinerlei Knete. Das Mikro, in das du rappst. Ja, das ist natürlich ein legitimer Punkt, aber man muss natürlich auch sagen, ich finde es eher cool, wenn man das schafft, als Labelboss Künstler herauszubringen, die noch erfolgreicher werden als man selber. Ich meine, bei Jesus war das jetzt in dem Falle nicht schwer, aber zum Beispiel mit Farid Bang. Ja, bei Banger Musik war teilweise Summer Jam oder Casey Rebel, das waren die Flagships, ne? Das waren die, die die krassen Single-Erfolge hatten, die halt auch die Gold-Alben hatten. Super Beispiel auch Chelo und Abdi. Ja, Chelo und Abdi auf jeden Fall hier mit Nemo und Oleg Sesh, zwei Platin-Artists rausgebracht. Unfassbar. Und das spricht er für die Label-Bosse als gegen sie, weißt du? Aber hier natürlich als Front im Rahmen eines Diss-Tracks 100% legitim. Du auf deinem eigenen Label, ohne mein Vorschuss hättet ihr doch heute keinerlei Knete. Das Mikro, in das du rappst, wurde von mir finanziert. Das Studio, in dem du sitzt, wurde von mir finanziert. Die Gabel, mit der du isst, wurde von mir finanziert. Und wenn ich Bock hab, dann wirst du das alles wieder verlieren. Er ist schon cool für eine Delivery, ja? Was ich aber auch feier ist, also Rapstar, der geht hier nicht so auf Mutter oder sowas, ja? Der wird nicht eklig. Ist ein Battle-Track, ja? Er ist halt ein Battle-Laune. Ja. Ich bin zu fresh, pass auf, wenn ich shoote. Jesus will in Deckung gehen, doch klebt auf seinem Stuhl fest. Jeden Tag live, jeden Tag Streams. Circa 20 Zuschauer, du bist ein Meme. Du bist Jesus. Scheiße, Digga. Er ist aber auch wirklich gut drin hier, ja? Er ist aber auch wirklich gut drin, Alter. Oh, Mann. Sehr, sehr gut, Alter. Ich mag's auch, dass er so ein bisschen so dieses Shindy-eske, ja, in seinem Flow teilweise drin hat. Jeden Tag live. Ja, es sind 84 Zuschauer, das ist richtig, ja. 84 Leute schauen zu, ich und meine Crew, yeah. Was in Spritzsamen hab ich mir gerade ausgedacht. Tja. Ich bin zu fresh, pass auf, wenn ich shoote. Jesus will in Deckung gehen, doch klebt auf seinem Stuhl fest. Jeden Tag live, jeden Tag Streams. Circa 20 Zuschauer, du bist ein Meme. Du bist Jay und nicht Jehovah, ich bin Rapstar, ich bin Stoner. Zieh nur zweimal an dem Jay und dieser Jesus ist Game Over. Rap Sticky, ich bin Star, Rap Sticky, ich bin Rap. Du bist nur ein arbeitsloser alter Sack im Internet. Facts. Damn. Junge, ja, der ist schon echt gut. Der streamt, glaube ich, auch wirklich jeden Tag, ne, Jesus. Ich weiß gar nicht, ob der auch so fünfmal die Woche streamt oder jeden Tag, ist mir eigentlich auch egal. Aber, ja, ist egal wie, es ballert, ja. Sehr schöner Diss-Track mit knackigem Gegnerbezug an der Stelle. Außer heute, komisch, ne? Vielleicht kommt er noch online. Der kommt manchmal sehr, sehr spät erst online, ne? Der Jesus. Battle-Laune, Jesus-Diss. Umfrage ist raus. Ich bin mal gespannt, wie euch dieser Song gefällt. Ja, da möchte ich mich natürlich jetzt nicht spoilern lassen. Deswegen gucke ich extra nicht in die Umfrage rein, weil ich kann es kaum vorhersehen. Nachts, tagsüber haben die ja kein Internet bei NCA. Das hast du mir schon mal erzählt, das kann doch nicht wahr sein, dass das Internet bei denen am Tag nicht funktioniert. Ich dachte, der streamt nachts, weil er halt andere Sachen machen muss am Tag. Ja, Jesus wird vielleicht wieder einen seiner spontanen Diss-Tracks gleich raushauen, ja, die er komplett unvorbereitet einfach Freestyle eingerappt hat. Das kann natürlich sein. Ich bin natürlich neutraler als die Schweiz. Ich like nur dafür, für den guten Gegnerbezug und für die guten Lines auf R. 9 bis 10, 86%. Alter, ist das die Bewertung des Abends heute, ja, ne? Ich glaube, besser hat heute keiner abgeschnitten. Rapstar mit Battle.